So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin zurück mit Dying Light 2 und wir haben den ersten Geburtstag vom Spiel und es gibt viele neue Sachen, die dazugekommen sind. Das Community Update 2 ist da mit legendären Stufen, die gab es ja schon in Teil 1. Es gibt neue generationsübergreifende Crossplay Features, das heißt, man kann mit seinen Freunden spielen, egal auf welcher Konsolengeneration. Gibt Koop-Verbesserungen, dynamische Koop-Herausforderungen, die gab es auch schon in Teil 1. Und es gibt noch dazu das Bloody Anniversary Update Free Event und da kann man eben, ja, ein Blutbad eben veranstalten und muss den Gegnern dann die eben, ja, Arme und Beine abtrennen und kriegt dann hier das Bundle, was man hier sieht, ne? Also das Outfit, Wolfsclaw, die Maske und auch ein Fallschirm mit Rucksack und Waffenanhänger und man hat eben Zeit bis zum 9. Februar um 16 Uhr dann das Event abzuschließen und unten seht ihr dann nochmal, was ihr dafür bekommt, ne? Wenn man eins abschneidet, dann kriegt man eben blutiges Jubiläumstalisman und Harpers Wertmarke. Bei 250 kriegt man dann eben die Wolfsklaue und wenn man dann bei 800 Gliedmaßen ist, kriegt man dann das Outfit und den Gleitschirm. Und die Community kann da auch noch mitmachen, denn da gibt es dann die Schattenjägermaske. Und ich finde, die Masken, die waren bisher immer ganz cool. Und man kann dann klar auch auf Techland GG, wie es unten steht, sich dann anschauen, wie weit man mit dem Fortschritt ist und dort dann auch seine Sachen abholen. Ja, ich finde es richtig cool und finde es toll, dass sie jetzt zum erstjährigen Update so ein cooles Feature mit eingebaut haben. Wir gehen jetzt mal rein und schauen uns mal an, wie sich das so verändert hat. Die Ragdoll-Effekte haben sich auch verändert. Ich werde euch die Patch-Notes dann mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Also da bin ich auch gespannt drauf, wie sich das dann verändert hat, auch wie sich die Zombies verhalten in Bezug auf, wenn sie wo runterfallen oder wenn sie eben geschlagen werden, da hat sich dann auch nochmal einiges geändert. Also wirklich sehr cool und es gibt dann auch noch bei Twitch einen One-Year-Anniversary-Stream, wo sie dann eventuell auch noch mehr ankündigen wie neue, ja, DLCs und so weiter. Das kann man sich dann auch auf Twitch noch anschauen und wenn man dort dann eine Stunde zuschaut, dann kann man dort auch noch mal den Bosak Bow gewinnen. Also richtig nice. So, ich habe hier wieder was Neues bekommen. Ich weiß noch nicht was. Genau, das Pilger-Outfit und die Banditenlegende. Da können wir mal reinschauen, wie das aussieht. Das ist dann das Outfit hier. Und da gibt es dann noch das Pilger-Outfit. Das ist ja das, wo auch im Trailer das allererste Mal gezeigt wurde. Das ist auch das allererste Outfit von hier von Aiden. Und das ist auch ganz nice. Ich mag aber wirklich das Outfit hier, wo man ja hier das Clown-Outfit hat. Und jetzt sehen wir hier schon oben, ne, die Legendenstufen sind freigeschaltet und verdienen sie Legendenpunkte, indem sie Quests, Aktivitäten, Herausforderungen abschließen, um ihre Stufe zu erhöhen. Sie erhalten für Spielaktivitäten ab sofort LP-Anteils von XP. Also kann man hier dann auch die Legenden-Level machen, ne? Das ist wirklich sehr nice und die Legenden-Levels sind dann hier an der Seite beim ganz normalen Upgrade und man sieht dann hier bei jedem Aufstieg kriegt man einen Legendenpunkt und wenn man die investiert, kriegt man dann Legenden-Updates oder Upgrades, besser gesagt. Und was auch cool ist, ne, man sieht es ja hier, man kriegt dann auch verschiedene Outfits. Ne? Wenn man hier zum Beispiel Legendenstufe 50 wird, 100 oder 250, hat man hier dann auch verschiedene Sachen, die man dann noch bekommt. Also wirklich nice, was sie hier reingebracht haben. Es lohnt sich dann auch hier aufzuleveln und die ganzen Sachen zu machen. Das gab es ja schon in Teil 1. Finde ich wirklich eine super Sache und das ist das, was eigentlich sich auch jeder schon gewünscht hat, dass sowas hier reinkommt. Und es ist dann auch so, dass hier wieder die ganzen Sachen aufgewertet werden, ne, von dem, wie viel Schaden man macht und das ist dann hier auch unterteilt in die verschiedenen Bereiche. Also eine extrem coole Sache und da kann man jetzt ordentlich Zeit investieren, ne? Weil ich meine, bis man 250 wird, das wird ein Stückchen dauern und da kriegt man dann hier auch noch die ganzen anderen Truhen und Sachen, was hier dabei sind. Sehr coole Sache und finde ich echt ein geiles Update. Ja, ansonsten, ne, neue Waffen habe ich auch eingesammelt gehabt beim letzten Mal, wo ich es gespielt habe. Da muss ich dann mal schauen, dass ich die dann hier verkaufe. Aber ich werde, denke ich mal jetzt, weil es eh ein Event ist, wo man Rais Sachen freischaltet, dann auch das Outfit
Rais Kommando spielen, weil das ist wirklich auch nicht schlecht. Das ist dann auch sowas Ähnliches, was man aus Teil 1 kennt. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir da ein bisschen was erreichen können. Man kann ja dann immer schauen hier bei Kapiteln, ne, wie weit man dann ist. Ne? Ihr seht ja hier persönlich, ne, 800 globales Ziel, wie viele Leute da schon mitgeholfen haben. Und hier, das ist dann für die wöchentliches Kopfgeld von Kapitel 2. Aber es werden ja auch neue Kapitel hinzugefügt in nächster Zeit. Da kann man dann auch wieder mitmachen. Ja, also wirklich ein cooles Update. Wie gesagt, Patch Notes seht ihr dann unten in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr dann mal schauen, was da noch mit dazugekommen ist, weil die ganzen Patch Notes vorzulesen, das dauert viel zu lange. Und die wichtigsten Updates habe ich euch genannt. Das andere ist ja auch, dass sie jetzt auch Parcoursystem nochmal verbessert haben, wie man klettert, wie man sich durch die Welt bewegt. Die Grafik wurde nochmal verbessert, also die Umgebung und auch die Texturen an verschiedenen Stellen wurden nochmal geändert, was man hier auch ein bisschen sieht. Ne? Es ist alles noch ein bisschen schärfer geworden. Ich spiele es aber auch im Grafikmodus, aber wenn man dann im Performance-Modus spielt, denke ich, wird sich noch ein bisschen ändern. Aber was wir uns jetzt anschauen können, ist halt wirklich mal die neuen Effekte von den Beißern und so. Es soll auch so sein, dass wenn sie einen packen, dass man viel schneller dann rausflüchten kann. Und das ist eigentlich auch etwas, was ich cool finde, weil es gab stellenweise dann wirklich Probleme, ne, wenn man die geschlagen hat, dass die dann wirklich, ja, einfach, wie soll ich sagen, die haben einen gebissen und dann waren sie an einem ewig drangehangen und man konnte nicht wirklich richtig ausweichen. Und das finde ich schade, also, weil das ja auch irgendwie, ja, die ganze Zeit genervt hat, wenn man dann immer gepackt wurde und dann auf einmal konnte man sich nicht wirklich befreien und dann kam wieder einer, der einen gepackt hat und es wurde dann schon extrem nervig, was das angeht. Aber das haben sie jetzt auch verbessert, finde ich ganz cool. Man sieht auch, dass sie sich schon ein bisschen anders verhalten, wenn man sie trifft, ne? Also das ist schon wirklich ein bisschen anders und man merkt, dass sie auch, wenn sie hinfallen oder wenn man zum Beispiel sie schlägt, dass sie auch anders reagieren, ne? Also jetzt hier zum Beispiel, ne, ihr seht's. Ja, okay, jetzt habe ich halt die Lampe benutzt. Aber man kann auch jetzt so, wenn man in den Optionen oder besser gesagt bei den Upgrades dieses Flüchter oder besser gesagt das Upgrade macht, dass man schneller aus dem Packen flüchten kann. Dann, oh, das ist auch eine Attacke, die mich sehr genervt hat immer, weil die dann einen angreifen und dann so anspringen. Und man ist dann wirklich richtig gestunt dabei. Und ihr seht's, ne? Zum Beispiel, ich konnte jetzt wieder ja, da schon wieder der Jump. Also das ist etwas, das nervt mich auch ein bisschen. Das können Sie ruhig auch noch ein bisschen, wie soll ich sagen, reduzieren. Weil, ja, wenn man die ganze Zeit angesprungen wird, macht es auch nicht wirklich so viel Spaß. Aber es fühlt sich schon gut an. Also auch so das Movement und so, da denke ich, haben Sie auch noch mal ein bisschen was gemacht. Wie gesagt, ich habe mir nicht die ganzen Patch Notes durchgelesen, weil das waren 4 Gigabyte Update. Also da ist ordentlich was passiert. Aber ja, also man merkt schon, allein vom Zocken her und so merkt man schon, dass da sich jetzt was geändert hat. Und es auf jeden Fall sich noch ein bisschen flüssiger anfühlt. Und ja, ich meine, die Entwickler haben ja gesagt, die werden das 7 Jahre unterstützen, das Spiel. Also bis zu 7 Jahre oder 5 Jahre, Teil 1 haben sie 7 Jahre unterstützt. Also ich denke mal, das werden sie hier auch machen und da werden noch viele Updates kommen und sie können da noch viel verbessern. Und ja, also man merkt schon, dass sie auch bei den Ragdoll-Effekten nochmal einiges besser gemacht haben. Die verhalten sich nochmal ganz anders. Und wenn man sie tritt, ne, sie fallen dann auch um wie in Teil 1 und reagieren dann nochmal ganz anders. Richtig, richtig toll. Aber ja, das Event werde ich jetzt definitiv richtig, richtig suchten wieder, weil ich mag die Events dadurch, dass man halt immer was Cooles da freischalten kann. Jetzt durch die Legenden-Level gibt es halt nochmal richtig was, was man drauf hinarbeiten kann und zocken kann. Und ja, schaut es euch auf jeden Fall selber mal an. Die ganzen Updates, was da mit dazugekommen sind, unten in der Videobeschreibung seht ihr dann auch die Patch Notes. Und ich freue mich drauf. Jetzt hat man wieder einen Grund zu zocken. Allein schon wegen dem Event. Dann gibt es noch den Livestream, da kriegt man dann einen Twitch-Drop und ansonsten wird es dann auch noch andere Kostüme geben, wie zum Beispiel von Cal Crane aus Teil 1. Und die sind dann auch auf der Seite aufgeführt, dass da noch andere Events kommen werden, wo man dann auch zum Beispiel die anderen Sachen freischalten kann, dass man so rumlaufen kann wie der Held aus Teil 1
Und das wird auch richtig cool. Ich denke mal, das werden auch Events sein, die dann demnächst kommen werden, wenn dann zum Beispiel jetzt dieses Bloody Anniversary Event endet. Aber ja, das soll es dann von mir gewesen sein mit dem Update zu dem ersten Jahresjubiläum von Dying Light und den Patch Notes, die dazugekommen sind. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr das Ganze. Es sollte ein Trailer erscheinen, werde ich den auch verlinken. Und die Ziele zu dem Event seht ihr dann hier. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.